In diesem Video steht das Konzept des aufbauenden Musikunterrichts im Zentrum. Wenn nun bisher der Eindruck entstanden sein mag, dass diese Konzeption eine logische Folge aus der Kompetenzdebatte war, dann ist dies in zeitlicher Abfolge nicht so eindeutig. Stattdessen überlappten und ergänzten sich viele der Gedanken von Musikpädagoginnen, die sich circa seit 2001 vermehrt in Artikeln und Texten mit musikalischen Kompetenzen oder auch Grundkompetenzen auseinandersetzten. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn die PISA-Ergebnisse haben eben in breiten Bevölkerungsschichten ein Nachdenken über Kompetenzen, Leistungsmessung und Orientierung ausgelöst. Ein Musikpädagoge, der in diesem Umfeld einen Artikel über musikalische Grundkompetenz veröffentlichte, war Johannes Bär. Er schrieb in Musik und Bildung über basale Fähigkeiten, wie zum Beispiel Fähigkeiten im Umgang mit Tondauer, Tonhöhe etc. oder auch im Hören, Singen und Bewegen. Dabei bezog er sich unter anderem auch auf das Konzept von Edwin Gordon und die Texte von Wilfried Gruhn und plädierte für einen Musikunterricht, in dem der Weg vom Handeln über das Können zum Wissen führen sollte und dessen erstes Ziel die vielfältige Tätigkeit aller Kinder im Rahmen von musikalischer Gebrauchspraxis und imaginativer ästhetischer Praxis ist. Nur ein paar Monate später legten drei andere Musikpädagogen, Stefan Gies, Werner Jank und Ortwin Nimczyk, einen Beitrag in Diskussion Musikpädagogik vor, in dem sie zuerst eine Bestandsanalyse des Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen vornahmen und nach einem Blick in die Bezugswissenschaften eine Neukonzeption des Musikunterrichts vorschlugen. Zu Beginn benennen die Autoren aus ihrer Sicht drei Probleme des Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen: zu wenig Kontinuität, zu wenig Musikpraxis und zu viel theoretisches Wissen über Musik. Für sie resultiert aus diesen Mängeln die Notwendigkeit, einerseits die Ergebnisse aus der Lehr- und Lernforschung mit einzubeziehen, andererseits die Diskussion um den Erfahrungsbegriff aufzugreifen, den wir ja auch im Modul 5 vorgestellt haben. In der Vorstellung von Ergebnissen der Lehr- und Lerntheorien beziehen sich die drei Autoren ausdrücklich auf Wilfried Gruhn und Edwin Gordon und gehen von der Annahme aus, dass Musiklernen analog zum Sprachenlernen stattfindet. Ein zentraler Aspekt für sie ist folgerichtig das Primat des musikalischen Handelns. Die Autoren schlagen dann 10 Strukturmerkmale eines Unterrichts vor, der den Aufbau von Grundkompetenzen unterstützen würde. Abschließend geben sie einen Ausblick auf Grundzüge eines aufbauenden Musikunterrichts. Die ersten Schuljahre sollen dem Erwerb von musikalischen Grundkompetenzen gewidmet sein. Darauf aufbauend sollen dann gemeinsames Musizieren und musikbezogenes Handeln im Verlauf der Sekundarstufe 1 hinzutreten. Und schließlich sollen dann verstärkt Angebote in Richtung auf einen kulturerschließenden Musikunterricht gemacht werden. An dieser Stelle möchte ich ein paar persönliche Bemerkungen zu diesem Artikel anfügen. Zunächst einmal ist für mich nicht ganz klar, ob die Autoren mit der Feststellung von zu wenig Praxis im Musikunterricht im Jahr 2001 immer noch so richtig lagen. Sie bringen auch keine Belege dafür an, außer dass sie auf die Verwissenschaftlichung des Faches nach Leo Kestenberg und Georg Picht hinweisen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich nicht doch seit 1964 und Pichts Buch Bildungskatastrophe doch schon wieder einiges an der Unterrichtsrealität geändert hat. Ein zweiter Punkt fällt beim Lesen des Artikels auf. Am Ende des Artikels gibt es eine Abbildung eines Baumes, dessen Wurzeln die musikalischen Grundkompetenzen bilden, dessen Stamm aus dem Musizieren und musikbezogenen Handeln besteht und dessen Krone schließlich der kulturerschließende Musikunterricht darstellt. Man muss zwar festhalten, dass in späteren Veröffentlichungen diese Abbildung nicht mehr verwendet wurde, aber zumindest in diesem Artikel wirkt es so, als sei die kulturerschließende Funktion im Musikunterricht erst dann möglich, wenn alles andere bereits gelernt wurde,
am ehesten noch in der gymnasialen Oberstufe. Ich frage mich dann doch, ob es wirklich so ist, dass man Kultur erst lernt und erfährt, wenn man Können und Wissen erlangt hat. Kann man das wirklich so sauber voneinander trennen? Und sollte man das überhaupt? Und was ist mit Schülerinnen, die nur einen mittleren Bildungsabschluss anstreben? Heißt das, dass wir diesen Schülerinnen dann gar nicht ermöglichen müssen, im Musikunterricht Kulturen zu erschließen? Ein dritter Aspekt, den ich Ihnen zu bedenken geben möchte, ist der Musikbegriff, den die Autoren hier ganz bewusst benennen und über den sie auch gleich richtig feststellen, dass er einer normativen Entscheidung entsprang. Sicher gibt es viele gute Gründe, warum sie sich, wie auch Grun schon, am westlich-tonalen System orientieren. Doch wenn man laut ausgesprochen hört, wie ihre Argumentationslinie verläuft, dann wird deutlich, wie extrem sich die Auffassung von Musik, beispielsweise von derjenigen der Autoren der Wahrnehmungserziehung, unterscheidet. Ohne das Gesamtkonzept des Musikunterrichts darauf zu beschränken, muss die Vermittlung musikalischer Grundkompetenzen daher von einer Musik ihren Ausgang nehmen, für die gilt, sie ist grundtonbezogen, sie basiert auf dem 12-tönigen temperierten Tonsystem, Formen der Mehrstimmigkeit lassen sich auf Dreiklangsbildungen zurückführen, grundlegende Bezugsebene für ihren Verlauf in der Zeit ist eine regelmäßige Pulsfolge, die wiederum in einem engen Bezug zur Körperlichkeit steht. Die Synchronität bzw. Asynchronität rhythmischer Gestalten steht in Beziehung zum Puls. Hier wird eine Auffassung von Musik vertreten, die eine anthropologische Hierarchie von Musik vertritt, nach der die westliche Tonalität und Rhythmusvorstellung eine höhere Wertschätzung erfahren als andere nicht-europäische Musiken. Es ist naheliegend, wenn wir eine solche Auffassung von Tonalität als natürlich wahrnehmen. Doch ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese Natürlichkeit des Systems keineswegs in allen Kulturkreisen gilt und eben kein biologisches Gesetz der Entwicklung des Menschen darstellt. Kommen wir wieder zurück zur Debatte in der Musikpädagogik. 2 Jahre nach diesen Veröffentlichungen wurde dann ein Artikel mit dem Titel Kompetenz vermitteln, Kultur erschließen, wiederum in der Zeitschrift Diskussion Musikpädagogik veröffentlicht, auf den sich die meisten Besprechungen und Kritiken am aufbauenden Musikunterricht in der Folge orientieren. Hier stieß nun Johannes Beer zu den 3 anderen Autoren Stefan Gies, Werner Jank und Ottwin Nimczyk dazu. In vielen Punkten bleiben die Autoren den Überlegungen aus 2001 treu. Ein paar kleinere Verschiebungen und andere Schwerpunkte gibt es aber, auf die ich nun eingehen möchte, insoweit es für das Verständnis notwendig ist. Im theoretischen Rahmen gehen die 4 Autoren nun intensiver auf die internationale Kompetenzdebatte nach PISA ein und legen dabei auch den Kompetenzbegriff von Weinert zugrunde. Auf der anderen Seite erklären sie, dass sie in der Folge auf den Begriff der musikalischen Grundkompetenzen verzichten wollen, weil sie ihn zu schwammig finden einerseits und andererseits, weil man diese Grundkompetenzen nur durch normative Entscheidungen festlegen könnte. Stattdessen wollen sie von musikalischen Teilkompetenzen sprechen. Das Ziel von Musikunterricht formulieren sie in Anlehnung an die Beschreibung der Lesekompetenz von PISA. Das Ziel dieses Kompetenzerwerbs ist in der oben gegebenen Beschreibung musikalischer Kompetenz formuliert, die sich an die Beschreibung von Lesekompetenz in der PISA-Studie anlehnt. Die Fähigkeit, Musik für verschiedene Zwecke auch ausübend, sachgerecht zu gebrauchen, klingende Musik unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, ihren Absichten und ihrer formalen Struktur zu verstehen, sowie die Fähigkeit, sie in einen größeren sinnstiftenden Zusammenhang einzuordnen. Der Weg dorthin führt unverzichtbar über die Vermittlung musikalischer Teilkompetenzen. Doch macht deren Summe alleine noch nicht die musikalische Kompetenz eines Menschen aus.
Hinzutreten müssen vielmehr Situationen des Musizierens, des musikalischen Gestaltens und des musikbezogenen Handelns, in denen die musikalischen Teilkompetenzen miteinander ins Spiel kommen und aufeinander bezogen werden. Und noch mehr, die auf diese Weise gewonnenen Erfahrungen und Kompetenzen müssen zugleich eingebettet werden in die gesellschaftlich-kulturellen Kontexte. Diese drei Dimensionen musikalischer Kompetenz geben auch die Struktur der folgenden Ausführungen vor: musikalische Teilkompetenzen vermitteln, musikalisches Gestalten und musikbezogenes Handeln, Kultur erschließen. Die nächsten Abschnitte des Artikels stehen denn auch unter den Überschriften der drei großen Aufgaben des Musikunterrichts, die inhaltlich sehr eng an denen aus dem früheren Artikel orientiert sind und nur sprachlich angepasst wurden. Musikalische Teilkompetenzen vermitteln, musikalisches Gestalten, musikbezogenes Handeln, Kultur erschließen. Fangen wir zunächst vorne an. Die musikalischen Teilkompetenzen können laut den Autoren entwicklungspsychologisch unterteilt werden in Hören, sich bewegen und Klänge erzeugen. In diesem Abschnitt greifen sie nun entwicklungspsychologische Forschung zu sensiblen Phasen und Zeitfenstern auf, um zu begründen, warum eine frühe Förderung dieser Teilkompetenzen notwendig sei. Sie beziehen sich dabei außerdem wieder auf Wilfried Gruhn und Edwin Gordon. Von ihnen beziehen sie ihre Forderung nach dem sequentiellen Aufbau der Lernschritte und der Feststellung, dass der Weg des Lernens deshalb unserer Vorstellung nach ausgeht vom eigenen Tun bzw. Handeln, das durch Übung und Wiederholung zum Können weiterentwickelt und damit zum Fundament des Wissens und Nachdenkens über Musik wird. Wie ernst sie es mit dem sequentiellen Lernen meinen, verdeutlicht ihre Aussage, dass alle Lernschritte von unten beginnend nacheinander durchlaufen werden müssen, um die Fähigkeiten höherer Stufen sicher erlernen zu können. Kein Schritt soll ausgelassen werden. Bei Schwierigkeiten muss immer wieder zum entsprechenden Schritt davor zurückgegangen werden. Im nächsten Abschnitt über musikalisches Gestalten und musikbezogenes Handeln stellen die vier Autoren zunächst fest, dass Musikpraxis nur auf der Grundlage von den erworbenen Teilkompetenzen möglich ist und die Voraussetzung musikalisch-ästhetische Erfahrung und damit Kulturerschließung darstellt. Die drei Aufgaben des Musikunterrichts möchten sie in Form von Unterrichtsvorhaben vermittelt sehen, in denen nun eigentlich alle drei Teilbereiche eng und wechselseitig, wie sie das formulieren, miteinander verknüpft werden müssen. Noch einmal betonen sie auch die Gewichtung der drei Felder, die abhängig vom Alter und der erreichten musikalischen Kompetenz unterschiedlich ausfällt. Je jünger die Kinder, desto wichtiger ist das erste Feld der Vermittlung von musikalischen Teilkompetenzen. Allerdings ist der Erwerb musikalischer Teilkompetenzen zu keinem Zeitpunkt abgeschlossen. Um nun ein aufbauendes Lernen zu ermöglichen, müssen die Unterrichtsvorhaben an sich auch sequenziell aufeinander abgestimmt sein in Form eines Spiralcurriculums. Im letzten Abschnitt des Artikels Kultur erschließen gehen die Autoren zunächst darauf ein, vor welchem Hintergrund die Kulturerschließung im Musikunterricht ihrer Meinung nach bisher stattfand, nämlich im Sinne einer Kunstwerkorientierung, wie sie Michael Alt oder auch Heinz Antholz für wesentlich hielten. Nun soll die Begegnung mit Kunstwerken im aufbauenden Musikunterricht nicht wegfallen, aber sie muss auf der Grundlage einer lebendigen Musikpraxis geschehen, damit die Schülerinnen musikalisch-ästhetische Erfahrungen mit ihnen machen können. Wie offen und weit die Autoren dabei insgesamt die Erschließung von Kultur definieren, kann man an den fünf Dimensionen erkennen, die sie in diesem Artikel benennen. Die materiale Dimension zwischen Teil und Ganzem. Hier sind Elemente der Musik, ihr Aufbau und Strukturen der Musik gemeint. Die historische Dimension im Spannungsfeld zwischen gestern und heute. Die funktionale Dimension mit Absicht und Verwendung von Musik.
Die ästhetische Dimension, die sich durch Gestalt und Bedeutung von Musik auszeichnet. Und zuletzt die subjektive Dimension, in der die persönlichen Bezüge der Schülerinnen zur Musik aufgegriffen werden. Im letzten Abschnitt des Artikels legen die Autoren eine aufsteigende Beschreibung musikalischer Kompetenz in 5 Stufen vor, in der sie sich an den 5 Stufen der Lesekompetenz entlang arbeiten und zunehmend komplexere Leistungen beschreiben. Nun war dies nicht der einzige Artikel, in dem der aufbauende Musikunterricht vorgestellt wurde, aber sicherlich der meistzitierte. Werner Jank hat dann in seinem zuerst 2005 entstandenen Buch Musikdidaktik die Gelegenheit genutzt, noch einmal den Fokus stark auf die Prinzipien eines aufbauenden Musikunterrichts zu lenken. Prinzipiell ändert sich dabei nicht viel an den theoretischen Überlegungen und den beschriebenen Bereichen des Musikunterrichts. Aber ein paar Änderungen gibt es doch noch. So stellt Jank nun die Reihenfolge der 3 Teilbereiche in der Erstauflage um. Jetzt steht vielfältiges Musizieren und musikbezogenes Handeln an erster Stelle, gefolgt von musikalische Fähigkeiten aufbauen und abschließend Kultur erschließen. Und um sie nun völlig zu verwirren, in der Neuauflage von 2013 ist Kultur erschließen an die erste Stelle gerückt. Der Begriff der Teilkompetenz ist im Übrigen schon seit 2005 nicht mehr dabei. Stattdessen tritt die Formulierung musikalische Fähigkeiten an dessen Stelle. Nur an einer Stelle im Abschnitt über musikalische Fähigkeiten aufbauen taucht die musikalische Kompetenz wieder auf. In einer Abbildung, in der die verschiedenen Dimensionen musikalischer Kompetenz aufgefächert werden. Wichtig ist auch noch, dass im Abschnitt über Kultur erschließen nun der Kunsterfahrung und der ästhetischen Erfahrung sehr viel Raum eingeräumt wird und dabei auch auf Martin Seel und seine 3 ästhetischen Praxen eingegangen wird. Darüber haben Sie auch in Modul 5 einiges gehört. Die ästhetischen Praxen heißen Korrespondenz, Kontemplation und Imagination. Auch auf die transkulturelle Gesellschaft geht Jank ein und bezieht sich dabei hauptsächlich auf Volker Schütz. Wenn Sie sich nun noch darüber hinausgehend für das Konzept des aufbauenden Musikunterrichts interessieren, so würde ich Ihnen empfehlen, zunächst den Artikel aus Diskussion Musikpädagogik von 2003 zu lesen und danach im Buch von Jank das 2. Kapitel hinzuzunehmen. Das Konzept wurde wirklich von sehr vielen Musikpädagoginnen und Lehrkräften wahrgenommen und oft auch sehr positiv aufgenommen. Vermutlich, weil der Wunsch nach einer Begründung für die Orientierung an Musikpraxis als Grundlage des Unterrichts groß war und eine entsprechende Konzeption in dieser Zeit in der Luft lag. An dieser Stelle möchte ich aber trotzdem kurz darauf eingehen, dass es nicht nur positive Stimmen zum aufbauenden Musikunterricht gab und gibt. Vielleicht können Sie ja an dieser Stelle einmal kurz das Video stoppen und sich selbst ein paar Gedanken darüber machen, welche Kritik am Konzept des aufbauenden Musikunterrichts aufgekommen sein könnte. Zunächst einmal wurde beispielsweise von Hermann Josef Kaiser angemerkt, dass das Aufbauende dieser Konzeption nicht so neu war, wie man zunächst glauben konnte, sondern eigentlich auf didaktischen Theorien aus den 70er Jahren fußte. Kaiser stellt auch fest, dass durch die kreisartige Anordnung der 3 Felder des Unterrichts sowie durch die immer wechselnde Reihenfolge der Themen das Prinzip des Aufbauenden an sich durch die Autoren sogleich wieder in Frage gestellt wird. Wenn denn doch alles im Wechselspiel ineinander verschränkt ist, wo ist dann das Aufbauende? An diesem Begriff setzt auch Wolfgang Martin Stroh an, wenn er die Systematik im Vorgehen mit einer genau umgekehrten Reihenfolge kontrastiert. Ich denke, es ist ziemlich klar, dass sich ein an das Alltagslernen angelehnter oder doch davon lernender musikbezogener Lernbegriff mit einem aufbauenden Musikunterricht sehr wenig gemeinsam hat. Kinder und Menschen lernen im Alltag nicht aufbauend, eher sogar umgekehrt, abbauend. Ganzheitliche, analoge und mit Fehlern behaftete Erfahrungen werden dekonstruiert, verändert,
verbessert, dann der wirklichen Lebenspraxis und ihrer Brauchbarkeit überprüft. All dies leistet ein aufbauender Unterricht nicht, wo die Korrektheit und Fehlerfreiheit der Lernschritte und Inhalte vom Pädagogen zuvor in harter wissenschaftlicher Forschungspraxis erkannt und methodisch korrekt um- und dem Lernenden häppchenweise vorgesetzt wird. Für mich selbst bleibt immer noch die Frage im Raum, ob ein wirklich schrittweiser Lehrgang, in dem bestimmte Fähigkeiten aufgebaut und trainiert werden müssen, um danach ästhetische Erfahrungen machen zu können, ob diese Art des Unterrichtens nicht auf Dauer demotivierend wirken und langweilig werden kann. Auf der anderen Seite stimme ich Stroh dahingehend zu, dass es mir nicht einsehbar erscheint, warum eine ästhetische Erfahrung quasi immer erst auf bestimmten musikalischen Teilfähigkeiten aufbauen muss. Kann ein Kind eine komplexe Musik wirklich erst ästhetisch empfinden, wenn es die Form wahrnimmt, nachdem es sie selbst schon musizierend erfahren hat? Was ist mit holistischen, also ganzheitlichen Erlebnissen, die vielleicht weit über das hinausgehen, was ein Kind können sollte, was es aber auf wunderbare Weise trotzdem kann? Muss ein Unterricht wirklich immer vom Einfachen zum Komplexen fortschreiten? Und was ist mit der Dominanz von bestimmten Kulturen gegenüber anderen, gerade auch beim Aufbau von musikalischen Fähigkeiten? Sollte man Schülerinnen nicht vielleicht auch die Gelegenheit geben, Musik, die ganz anders ist als die westlich-tonale, zu erfahren? Und wie will man umgehen mit den modernen Forderungen an einen inklusiven und differenzierenden Unterricht, wenn doch die klare kognitive Grundlegung des Konzepts unter Umständen die Teilhabe von Schülerinnen mit Einschränkungen erschwert? An dieser Stelle bleiben für mich im Umgang mit der Konzeption des aufbauenden Musikunterrichts noch Fragen offen, auch wenn die dahinterstehenden Ideen an vielen Stellen überzeugend und logisch sind. Bevor wir das Modul abschließen, möchte ich im letzten Video aber noch einen Blick in Unterrichtsmaterialien werfen, die nach Prinzipien des aufbauenden Unterrichts entworfen wurden. Denn dies ist eine Besonderheit, die die Konzeption weit bis in die Praxis hineingetragen hat.